Lebensqualität für Generationen. Familienfreundlich, flexibel, individuell, leistungsstark. Das Kooperationsprojekt Lebensqualität für Generationen des BRK-Kreisverbands Kronach mit dem strategischen Partner der Gemeinde Steinbach am Wald bietet nahtlose Betreuungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Vor allem im Pflegebereich wird es in Zukunft darauf ankommen, wie bekommen wir Fachkräfte in unsere Seniorenwohnhäuser. Ein wichtiger Punkt ist es, auch Mitarbeiter von Betreuungsaufgaben in der Familie zu entlasten, damit sie weiter im Arbeitsleben bleiben können. Und wir übernehmen mit unserem Konzept Lebensqualität für Generationen die Betreuung von Kindern, Aufgaben und die Betreuung auch von älteren Menschen in der Familie, sodass unsere Pflegekräfte weiterhin für uns und damit auch für Pflegebedürftige zur Verfügung stehen. Diese Konzeption kann natürlich nicht nur für das BRK Seniorenhaus Kronach oder Ludwigstadt angewandt werden, sondern auch für andere Unternehmen innerhalb des Landkreises. Das heißt, wir bieten unsere Managementleistung damit auch für Kooperationsunternehmen in der Region an. Seit dem Start des Netzwerkes vor 2 Jahren konnten wir unsere Datenbank unheimlich erweitern mit Betreuungslösungen für Kleinkinder, für Schulkinder bis zum pflegenden Angehörigen. Und das zeigt sich jetzt, dass wir ein flächendeckendes Netzwerk über den ganzen Landkreis in unserer Datenbank haben, um unseren Mitarbeitern alle Möglichkeiten zu bieten, wenn sie Fragen in Betreuung oder Lösungen brauchen. Alles aus einer Hand. Bundesweit einmalig. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt in unserer Gemeinde eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir unseren Menschen, unseren beteiligten Unternehmen vor Ort in der Region eine faire Zukunftsperspektive anbieten müssen, um letztendlich gewährleisten zu können, dass wir die Arbeits- und Ausbildungsplätze auch erhalten können. Darüber ist es hinaus ganz wichtig, dass die Menschen bei uns in der Region das gute Gefühl haben, dass wenn sie Betreuungseinrichtungen benötigen, sei es jetzt im Bereich der Kindergrippe, im Bereich der Kindertagesstätten oder im Bereich der Pflege, dass sie sich darauf verlassen können, dass das Netzwerk Lebensqualität für Generationen ihnen die Sorgen und letztendlich auch die Organisation abnimmt. Das ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Zu den Projektpartnern zählen renommierte Unternehmen der Region, bringen sich ein und nutzen die Vorteile des Netzwerks. Für uns als Firma hat es den Vorteil, dass man die Probleme nicht in die Firma mit reinbringt, sondern dass man die Hilfe schon vor Ort hat und die Leute beruhigt und ohne Probleme in die Firma gehen, um arbeiten zu können und um sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Der Großteil unserer Beschäftigten arbeitet im Vierschichtbetrieb, also kontinuierlich, eben auch Spät- und Nachtschicht. Und nicht nur ein Elternteil arbeitet in der Regel, sondern beide. Das heißt, es muss dafür gesorgt sein, dass auch beide Elternteile in Schichtbetrieb arbeitsfähig sind. Und da ist natürlich dann die Kinderbetreuung auch in Randzeiten, speziell auch bis 22 Uhr, Schichtwechsel, Spät-, Nachtschicht, ein ganz wesentlicher Vorteil. Nicht jede Familie mit schulpflichtigen Kindern hat Großeltern, die willens und in der Lage wären, Kinder während der Ferien zu betreuen. Von daher gesehen sind wir für die vielen Angebote, die das Ferienprogramm bietet, sehr dankbar. Die werden auch gut genutzt. Und das Vorhaben der Kooperation, diese Angebote noch zeitlich auszuweiten, die nehmen wir dankbar entgegen. Dann können auch unsere Thüringer Mitarbeiterinnen diese nutzen. Ich denke, dass es wichtig ist, wohnortnah die Betreuung zu haben, damit unsere Mitarbeiter, hauptsächlich sind es Mitarbeiterinnen, morgens nicht noch 15 oder 20 Kilometer durch die Gegend fahren müssen. Gerade jetzt in der Zeit, wenn es dann in den Winter geht, wenn wir das Zweischichtsystem dann haben, dass wir sagen, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit vor Ort die Betreuung, nicht nur der Kinder, auch für pflegebedürftige Eltern, die sie vielleicht pflegen müssen, das ist unheimlich wichtig. Das Netzwerk bietet jedoch nicht nur Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und pflegebedürftige Angehörige, sondern steht seinen Partnern mit Rat und Tat zur Seite, wenn es etwa um das Wohl der Mitarbeiter geht.
die Gesundheit, auch in der Prävention unserer Mitarbeiter, liegt uns sehr am Herzen. Also wir möchten die Mitarbeiter beraten, ihnen auch da Hilfe anbieten. Familienfreundlichkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch jungen Eltern oder auch älteren Mitarbeitern entsprechend Unterstützung anzubieten, damit die auch wirklich lange und auch gesund bei uns arbeiten können, ist uns wirklich ein Herzensanliegen. Als Herr Bayerwald des BRK kam mit dem neuen Konzept, fanden wir eine super Lösung auch für die Zukunft. Also wir haben das bis jetzt noch nicht genutzt. Wir sind jetzt quer eingestiegen. Ich denke, das ist in Oberfranken einmalig. Und wir wollen einfach versuchen, unseren Leuten dann auch die Möglichkeit zu geben, jungen Familien, die jetzt Kinder, die Oma fällt aus, was passiert dann? Und das Gleiche gilt eigentlich für ältere Mitarbeiter, die einfach dann Familien, Eltern zu Hause haben, die gepflegt werden müssen. Und dort wollen wir eigentlich versuchen zu helfen. Das Thema aus einer Hand ist ja auch ein Thema, das wir als Sparkasse wieder für uns reklamieren, dass wenn jemand mit seinen finanziellen Problemen zu uns kommt, wollen wir, oder nicht nur Probleme, Gott sei Dank, auch manchmal die Chancen, dann will er auch eine Lösung aus einer Hand. Und so bekommen wir es im Netzwerk Lebensqualität für Generationen, für unsere Mitarbeiter, was einfach ja, sehr wertvoll für uns und für unsere Mitarbeiter ist. Wenn eins zum anderen passt. Lebensqualität für Generationen. Wir sind für Sie da.